Valentino Cigarelli aus Argentinien ist 9 Jahre alt, Fußballfan und sein Idol heißt natürlich Lionel Messi. Und wie so viele Jungs in seinem Alter möchte er dem Ballvirtuosen nacheifern, obwohl er wegen einer Muskelerkrankung im Rollstuhl sitzt. Bis vor kurzem wäre das nicht möglich gewesen, doch dann kam Powerchair-Fußball nach Argentinien. Fußball mit dem elektrischen Rollstuhl. Und Valentino kann nun träumen. Ich möchte die Powerchair-Weltmeisterschaft gewinnen. Und ich möchte, dass Argentinien jedes Mal die Powerchair-WM gewinnt. Das würde mir gefallen. Der Sport wurde schon 1978 in Frankreich entwickelt. Heute sind 21 Länder aus der ganzen Welt Mitglied im internationalen Powerchair-Fußballverband. In den Teams treten jeweils 4 Spieler unterschiedlichen Alters gegeneinander an. Mit ihren umgebauten und bis zu 10 Kilometern pro Stunde schnellen Rollstühlen kicken sie einen Fußball in Übergröße. Obwohl der Sport in ihrem Land noch jung ist, haben die Argentinier große Pläne. 2016 wollen sie bei der Weltmeisterschaft in den USA antreten und Valentino hofft, dass er dabei sein wird. Für den Jungen ist der Leistungssport ein Ansporn, seinen oft anstrengenden Alltag mit langen Therapiesitzungen zu meistern. Er hat so viele Therapien. Jeden Tag hat er Physiotherapie, Hydrotherapie und Powerplate. So sieht das Training für einen Athleten aus, der nicht laufen kann. Er steckt da viel Kraft rein, weil er weiß, dass nur so sein Zustand so bleiben kann, wie er ist. Der Sport ist teuer. Schon der Umbau eines Rollstuhls kostet umgerechnet mehrere tausend Euro. Und vom Staat gibt es keine Förderung. Unlängst wurde deshalb eine Powerchair-Vereinigung ins Leben gerufen, die Kindern wie Valentino das ermöglichen möchte, was selbst Messi nicht gelungen ist, Weltmeister zu sein.